Im Museum Niederösterreich in St. Pölten ist das Haus der Natur beheimatet, wo es neben 40 lebenden einheimischen Tieren unter anderem eine Rekonstruktion einer 20 Millionen alten Seekuh zu sehen gibt. Ein Besuch lohnt sich. In seiner Mischung aus Zoo und Museum mit rund 40 lebenden einheimischen Tierarten ermöglicht das Haus der Natur einen einmaligen Spaziergang durch die Flora und Fauna Niederösterreichs. Begleitet von Terrarien, Aquarien und Formikarien führt die Reise vom Donaubecken bis zum Gletscher. Sie sind zuständig für alles, was hier lebt. Wie schaut denn Ihr Alltag so aus? Ja, also ich bin der Tierpflegerin im Haus und ich kümmere mich natürlich um alles, was lebt hier im Haus. Das heißt, die Versorgung der Tiere, Organisation der Futtermittel, die Terrarien und Lebensräume der Tiere gestalten, also auch die Aquarien, die Reinigungsarbeiten natürlich. Was sehen wir denn für Tiere hier? Ja, wir haben uns spezialisiert auf niederösterreichische Tierarten und das sind im Speziellen Amphibien, Reptilien und Fische. Das Museum ist auch im Bereich Artenschutz tätig. Was für Projekte laufen hier? Ja, also wir züchten seit Jahren diverse Tierarten erfolgreich nach und die wildern wir dann selbstverständlich auch an dafür geeigneten Orten wieder aus. Die Tiere, die hier zu sehen sind, sind ja auch alle in Niederösterreich heimisch? Genau. Also alles, was man bei uns sehen kann, findet man auch wirklich in Niederösterreich. Besonderes Highlight ist bei uns sicher auch die Kreuzotter, die wir hier lebend zeigen, die viele sicher noch nicht in freier Wildbahn gesehen haben oder die viele oft mit der Schlingnatter verwechseln. Also da wäre bei uns ein guter Ort, wir haben beide Schlangenarten, um die zu vergleichen und dass man sich die einmal aus nächster Nähe anschaut. Das heißt, man kann hier im Museum auf 3 Etagen erleben, wie die Flora und Fauna Niederösterreichs ist? Genau, also wir haben natürlich neben den lebenden Tieren haben wir verschiedenste tolle Präparate, die in ihren natürlichen Lebensräumen dargestellt sind. Und ja, dazwischen kommt man immer wieder an interaktiven Stationen vorbei, wo man halt dann spielerischer lernen kann. Es gibt verschiedene Quiz, wo man halt dann zwischendurch halt auch da so seine Zeit verbringen kann. Ja, und dann, wenn man halt ein bisschen müde geworden ist, hat man halt die Möglichkeit, dass man sich vor ein Aquarium oder Terrarium setzt und in Ruhe den Tieren zusieht. Wir sind ja hier im Untergeschoss. Hinter uns ist die Seekuh. Genau. Hinter mir sieht man also die Seekuh. Neben mir ist dann gleich eins der größeren Aquarien. Das größte, was wir haben, fast 125.000 Liter. Das ist das Donaubecken, wo wir auch den größten heimischen Raubfisch zu sehen bekommen, nämlich den Wels. Was sieht man denn auf der Mitteletage? Das Mittelgebirge, also das Museum ist gegliedert in Hochgebirge. Das ist natürlich ganz oben. Das beginnt beim Gletscher, wo man sich auch wirklich am Eis die Hände kühlen kann, wenn man das so möchte. Man hat von da oben auch einen tollen Ausblick über den Naturkundebereich. Und dann geht es eben weiter runter in das Mittelgebirge. Dann kann man im Wald, Wiese, Feuchtgebiet und Wasser. So ist das Ganze aufgeteilt. Und so hat man dann auch die Tiere, die in diesen Lebensräumen vorkommen, quasi eingebettet. Tiere sind auch immer hungrig. Ab Mai gibt es, glaube ich, Fütterungen zum Zuschauen und selber füttern? Genau, also ab Mai wird es bei unserem Autümpel, also bei den einheimischen Schildkröten, bei der europäischen Sumpfschildkröte, 2-mal wöchentlich eine Fütterung angeboten. Die genauen Uhrzeiten und Tage findet man dann auf der Homepage. Kann man da das Futter mitnehmen oder gibt es das hier? Das Futter gibt es natürlich bei uns, damit sie auch wirklich das Richtige kriegen. Das Museum Niederösterreich lädt zu einem ganztägigen Aufenthalt und zum Wiederkommen mit einem bunten Programm für die ganze Familie ein. Geöffnet ist ganzjährig Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 9 bis 17 Uhr.